Auch eine Sache, auf die wir leider erstmal verzichten müssen. Ich gucke nochmal, ob ich da was finde. Ich habe jetzt schon wirklich lange gesucht. Also ich habe damit bestimmt schon so 2 Stunden verbracht, nach Texturenpacks für alle möglichen Versionen zu suchen. Erstmal natürlich für die Version, in der wir jetzt hier gerade spielen. Aber in der Version habe ich jetzt hier keine Dings gefunden. Können wir Dings. Oh, könnten wir theoretisch. Das wäre vielleicht, aber weil wir werden wahrscheinlich relativ fix Eisen finden. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich für die Version hier nichts gefunden. Also wir müssen hier mit den Standard-Minecraft-Texturen auskommen. Aber ich denke mal, da gibt es Schlimmeres als das. Und müssen dann halt schauen, für welche Version wir dann irgendwelche Texturen-Packs dann finden. Und auch Mods oder ähnliches, wenn dann da der Bedarf besteht. Das müssen wir eh dann gucken. Also ich wollte auch nochmal sagen, quasi bis wann wir hier, also bis zu welcher Version wir eventuell das alles erstmal machen werden. Für mich persönlich, die Version, die ich am meisten gespielt habe, wo ich finde, dass es damals die geilsten Mods auch für gab. Und das ist für mich einfach, ich sag mal, die Version, die Minecraft-Version. Oh, jetzt haben wir hier eine Spinne nebenan. Das ist nicht so gut. Da habe ich jetzt ein ganz mieses Gefühl, wenn wir uns hier nachher rausbuddeln. Das ist Version 1.7.10. Ich glaube, das ist auch wirklich so eine der Minecraft-Version, sag ich mal. Ah ja, komm, deswegen wollte ich auch noch mal wissen. Weiß nicht, kann man hier schon, ist hier schon mit Steinen brennen und so? Ja, anscheinend schon. Deswegen, ich muss erstmal hier wirklich discovern, das geht auch. Konnte man hier theoretisch noch alles reinpacken? Ah, du kannst hier theoretisch noch alles reinpacken. Ja, okay, also theoretisch, das wird dann nur einfach nicht, ja. Wird dann nur einfach nicht gebrannt. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Burnen kannst du es nicht. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ja. Auf jeden Fall 1.7.10, die Version, wo ich am meisten Zeit drin verbracht habe, auch vor allem in Modpacks, wo ich sehr viele sehr geile Modpacks damals gespielt habe und die ich auch immer noch so mit am geilsten finde und wo ich wirklich sage, so, boah, alter Schwede, war das geil. Ja, und deswegen würde ich erstmal quasi da den ersten Stop-Point setzen, gar nicht im Sinne von, okay, da machen wir Ende, aber das wäre auf jeden Fall für mich eine Version, wo ich sage, da machen wir auf jeden Fall länger halt und überlegen nochmal, was wir da so alles so machen können. Die Sache ist natürlich, wenn wir dann da Mods reinpacken, dann können wir natürlich die Welt, wenn da zusätzliche Items und so dazukommen, beziehungsweise Blöcke dazukommen, so natürlich die Welt nicht mehr spielen. Weil zumindest in, so wie wenn wir dann da weiterspielen, dann können wir nicht eine neue Version nehmen ohne Mods dann da, weil dann fehlen natürlich Blöcke und so. Da habe ich mir dann logischerweise noch gar nicht so Gedanken drum gemacht, was dann ist. Ich habe mir nur darum Gedanken gemacht, bis wohin wir spielen, also bis zu welcher Version wir dann jetzt erstmal spielen. Ah ja, und Saving Level natürlich. Also wichtig, dass wir immer auch mal Escape drücken, um das Game zu saven. Auch ganz wichtig. So, pass auf, ich werde jetzt mal, ich denke mal noch nicht, dass das der Fall ist. Hier können wir noch was abbauen. Ich habe das Gefühl, aber hier haben wir auch. Okay. Ich lasse das mal erstmal so. Ah, guck mal. Da ist was. Hallo? Hallo? Okay, wir haben auf jeden Fall noch Nacht. Da müssen wir noch einen ganz kleinen Ticken ausharren hier. Da müssen wir noch einen ganz kleinen Ticken ausharren. Aber ich würde da vorne bauen, was wir da gesehen haben, da oben auf dem Berg und so. Und ich habe auch überlegt, ob ich teilweise versuche, so zu bauen, wie ich damals gebaut habe. Sobald wir in der Version 1.8.1 Beta ankommen, das wird noch ziemlich lange dauern, aber wenn wir in der Version ankommen, dann werde ich euch mal die Welt zeigen. Ich habe immer noch meine, nicht erste, aber meine zweite Minecraft-Welt von damals, die ich damals angefangen habe, die habe ich noch als File. Auch in der Originalversion, also auch 1.8.1, die man sich da so nochmal angucken kann. Und dann können wir uns die auf jeden Fall nochmal anschauen und mal schauen, was ich da alles so gebaut habe. Und da sind wilde Sachen rumgekommen. Und ich habe halt wirklich überlegt, ob man versucht, zumindest so in gewisser Art auch diesen Baustil, den ich damals hatte. Also dieses, ich gebe einen Scheiß auf, okay, das sieht gut aus, sondern ich baue einfach, dass man da vielleicht auch nochmal sowas macht. Aber natürlich hat sich seitdem viel getan. Also ich bin selber eigentlich daran interessiert, auch Sachen schön zu bauen. Jetzt sind wir hier natürlich hier ein bisschen eingeschränkt. Also wir haben jetzt natürlich hier nicht so viele verschiedene Holzblöcke. Und das ist halt auch so eine Sache, die ich halt dann geil finde über die Version. Weil wenn wir dann neue Blöcke kriegen, die müssen wir natürlich erstmal suchen. Das ist halt auch, also das macht es für mich auch so ein bisschen aus. Deswegen wäre es halt super geil, dann auch mit dem Nether dann halt zu arbeiten und da halt dann, Junge, was steht denn jetzt alles bitte um uns herum hier? Holy, also das wird, glaube ich, gleich ganz spaßig, wenn wir hier rauskommen. Vor allem müssen wir, glaube ich, aufpassen. Da gab es noch Bugs, so von wegen, dass die hier durch die Ecken durchhauen konnten und so, ne? Da müssen wir ein bisschen gucken. Aber ich habe gerade ein ganz mieses Gefühl. Ich weiß auch nicht, ob die verbrennen.
Ich weiß nicht, ob es die, ob das in dieser Minecraft-Version schon drin ist, dass die Monster verbrennen oder ob die einfach despawnen. Junge, was geht denn jetzt hier ab? Hier sind ja 50.000 Mobs jetzt gerade um uns rum. Was ist denn jetzt hier los? Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber es wird gerade wieder Tag, wenn ich das richtig sehe. Wir lassen mal, ich lasse mal kurz das Zimmer drauf. Ich lasse mal kurz die Luke da offen. Wir warten mal, was passiert jetzt, wenn es Tag wird. Ich stelle mich mal hier an die Wand, dass hier, wenn dann ich kein Skelett da irgendwie abschießen kann. Wo waren wir? Genau, ich bin ja schon daran interessiert und deswegen gucken, dass wir dann halt dann den Nether nutzen, um okay, sie verbrennen. Das ist sehr gut zu wissen. Und dann quasi neue Blöcke zu entdecken und damit dann halt wirklich diese Distanzen dann auch zurückzulegen. Man könnte es dann vielleicht sogar auch so machen, ich weiß nicht, ab wann der Chat quasi implementiert wurde, dass du halt quasi Commands eingeben konntest, dass man dann sich dann auch einfach sagt, okay, ja, da ist das Skelett umgefallen. Aber die Zombies wollen nicht umfallen, ne? Und du willst auch nicht umfallen. Das machen wir dann mal per Hand. Komm, stirb lange. Hier ist noch eine. Vor allem, ich kann nicht sprinten. Das ist das ganz große Problem an der ganzen Sache. Und mein Schwert ist so recht kaputt. Ah, jetzt geht der Typ auch drauf. Sehr gut. Das wollte ich nämlich auch nochmal confirmed haben, ob die Zombies auch verrecken. Tun sie aber. So, und ich kann jetzt schon mal ganz kurz, wenn wir gerade schon am Craften sind, machen wir es nochmal eine Schweizer Spitzhacke. Genau. Wer kennt sie nicht? Weil nämlich die deutschen Spitzhacken, die sind nicht so gut. Aber die Schweizer Spitzhacke, die haut richtig rein. Zack. Ich habe auch das Gefühl, dass die Durability weniger ist, als sie später sein wird. So, jetzt gehen wir uns hier raus. Ich weiß nicht, ob die Spinnen uns jetzt angreifen. Tun sie! Dann direkt hier mal was futtern hier. Ah, oh, ich muss gar nicht essen. Das geht direkt. Oh, das ist gut. Okay, das ist gut zu wissen. Da holen wir uns direkt mal neues Fleisch. Hoffentlich. Jawohl, sehr gut. Das ist sehr gut zu wissen, dass man so sehr schnell das Leben wiederherstellen kann. Also wenn man unten die Leiste voll hat, dann kann das... Oh, da oben ist ein Creeper. Dann geht das sehr schnell. Das ist eine sehr gute Sache. So, hallo. Gehen wir mal bitte deine Rolle. Du musst leider drauf gehen, weil ich hätte gerne ein paar... Oder auch nicht. Und du auch nochmal. Wir sammeln einfach ein bisschen was hier erstmal ein. Na, komm her. Zack, jawohl. Ein bisschen Leder. So, dann gucken wir jetzt mal, wo wir uns jetzt da vorne dann niederlassen. Oh. Passt das hier sogar da, wo der Baum. Oh, da ist schon eine Höhle. Das ist schon mal gut zu wissen. Das Geile ist ja jetzt auch, ich kann. Gibt es Koordinaten? Es gibt keine Koordinaten, ne? Nee, das heißt, also wir können hier auch nicht einfach so sagen, ja okay, lass mal hier die Sachen markieren und dann gehen wir dann hin und später einfach wieder hin zurück. Das ist nicht, also wenn wir uns hier auf eine weitere Reise begeben, wo wir wirklich länger unterwegs sind, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir wieder zurückfinden. Weil das ist teilweise dann gar nicht mehr so einfach hier. Ich überlege jetzt gerade schon, wie wir hier schön... einen Dings hochbauen können, schöne Treppe hochbauen können. Ich will natürlich nicht die ganze Zeit immer hier hochspringen. Wir haben auch keine Endermen, fällt mir gerade mal so ein. Ne? Die sind noch gar nicht da. Ja, das sind natürlich dann auch gute Nachrichten. Also es gibt gute und schlechte Nachrichten. Und das ist eine der guten Nachrichten, dass wir keine Endermen hier haben, die uns auf den Sack gehen können. So, dann müssen wir gucken, dass wir hier relativ fix dann hier was hinkleistern. Guck mal, theoretisch hätte ich jetzt gesagt, wir sind auf dem Falschen. Weil da vorne ist eigentlich schon fast noch ein bisschen geiler. Man könnte das aber trotzdem hier... dann verbinden, dass man hier so eine Brücke rüberbaut. Jetzt wir hier vorne, ich würde vielleicht das Ding da abtragen, dass wir da das Häuschen hinbauen. Guck mal, hier auch so eine Zwischenetage und so. Das ist schon ganz geil. Also hier kann man, guck mal, hier auch mit dieser, das, also hier kann man schon wirklich vielen geilen Scheiß draus machen. Ne? Da guckt auch was hier raus. Davon ist so eine kleine Bucht. Also hier kann man schon wirklich eine richtig schöne, geile Sache draus machen. Weil wir hier so ein bisschen eingekreist sind und das Haus hier in die Mitte zu knallen und hier alles, quasi diesen ganzen Komplex dann in gewisser Art zu nutzen, das wäre, glaube ich, schon ganz nice. Das machen wir jetzt auch erstmal. Ich würde auch erstmal relativ standardmäßig bauen, also gar nicht mal jetzt im Sinne von, dass wir hier richtig fett eine fancy Brücke hinbauen, sondern wirklich einfach nur mit Stein oder sowas uns da erstmal rüberbauen, um da erstmal provisorisch was zu haben.
Das machen wir jetzt auch. So, aber wir müssen von der Höhe hier ausgehen. Das machen wir dann von hier. Ich mache erstmal mit Stein, einfach damit wir es ein bisschen fester haben. Und direkt verbauen. Wichtig. So, dann jetzt die Spitzhacke. Schiff wieder bis auf den Boden des Hauses durchdrücken, damit man hier nicht runterfällt. Jetzt ist dann auch wieder halb so schlimm. So, guck mal. Guck mal, auch da vorne. Guck mal, also die Gegend, also ich sag mal so, also natürlich kann man das in den heutigen Versionen auch erreichen. Da hast du ja wirklich noch mehr Freiheiten, was sowas angeht, ne? Aber trotz alledem, ach, da waren wir eben gerade auf, fällt mir gerade mal so auf. Aber trotz alledem, einfach diese Sachen, die sich hier so ergeben und was die World Generation angeht, holy shit, also krass. Das ist wirklich echt nice. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und wir gucken jetzt mal, dass wir hier was Ordentliches an Haus hier oben erstmal drauf. Also was Ordentliches erstmal nicht, aber erstmal was Standardmäßiges an Haus hier hinklatschen. Damit wir erstmal sicher sind und erstmal die Nächte überleben können. Erstmal hier alles ein bisschen platt. Ja, und dann ist auch schon wieder das nächste Ding dahin. Oh, aber da habe ich es einfach nur falsch platziert. Ich glaube, wenn ich das Ding jetzt abbaue, dann will man das gleich. Ich habe nämlich das Gefühl, ich weiß, dass es Bugs gab mit Stufen und sowas, da müssen wir auch echt ein bisschen aufpassen, dass es so Bugs gab mit Stufen, dass man die nicht immer richtig drehen konnte und dass, wenn da Blöcke nebengesetzt wurden, dass die sich dann automatisch immer zurückgedreht haben und so. Das weiß ich noch, dass es da irgendwie so welche Probleme gab. Ich weiß allerdings nicht, ob das hier in der Version, ob es überhaupt Stufen gibt. Gibt es Stufen? Es gibt, oh, was ist das denn? Also eigentlich, um es mir jetzt einfach nur anzugucken, würde ich es gerne da mal rausnehmen, aber ja, doch, wir machen das einfach mal. Stufen werden wir so oder so früher oder später brauchen. Was ist das denn? Also ich sag mal so, die Anzeige ist nicht richtig. Ja, das ist, siehst du, das ist nämlich das, was ich meinte. Wenn ich hier nämlich was... Oh lol, hatten die das damals also auch schon mit dem... Okay, ich sehe schon, du musst da wirklich ganz genau zielen. Holy shit. Ich würde sagen, hatten die das damals auch schon, dass du da... Aber nee, das wird noch als ganzer Block gewertet. Okay, krass. Ja, also so schnell kann das gehen. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Und das hat sich jetzt auch bewahrheitet, dass das alles noch nicht so gut funktioniert hier in der Version. Auch die Truhe, die dürfte nämlich noch keine... Erstmal steht die wieder schief, genau. Und die hat keinen Öffnungssound, genau. Also es gibt so ein paar Sachen, die einfach hier in den Versionen einfach noch anders sind oder anders waren. Mit Schiff kann ich die Sachen nicht reinpacken. Ich muss alles selber reinziehen. Also irgendwie sorgt das gerade bei mir so ein bisschen für Gänsehaut. Ich merke auch gerade, dass wir eine ungünstige Bauhöhe haben für die Wolken. Ich weiß gar nicht, was in dieser Version die maximale Bauhöhe ist. Also die wird logischerweise nicht 256 sein, wie sie es in den neuesten Versionen ist. Ich packe erstmal kurz alles raus, dann können wir gleich neu sortieren. Aber, ich habe keine Ahnung, was sie hier tatsächlich ist. So, wir packen hier mal ein bisschen was rein. Das eine können wir dann nochmal ein bisschen braten. Wir nehmen Cobblestone auf jeden Fall mit und Erde nehmen wir auch mit. Ansonsten, der ganze andere Rest kann erstmal so hier bleiben und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt hier dann am besten hinzimmern. Wie würde ich das gerne auch verbinden hier mit dem da? Dann haben wir hier hinten noch was. Ich will mal ganz kurz hier rüber gucken, was wir hier haben, wenn wir jetzt hier rüber schauen. Übrigens, ich vermisse auch gerade mal nicht die Möglichkeit zu sprinten. Oh, holy shit. Ja, also jetzt mal, also Junge, diese World Generation, also man kann sagen, was man will. Es war vielleicht ein bisschen hin und her und kriegst und kracks und schlammig tot. Aber das hat schon was, auch diese fliegenden Sachen hier. Ne? Das ist einfach so altes Minecraft. Also hier haben wir wirklich viel, mit dem wir arbeiten können und viel, mit dem wir gucken können. Und vor allem sind die Sachen nicht so groß. Also du hast hier nicht so riesen Gebirge, wie du das jetzt teilweise in den neueren Minecraft-Versionen hast. Und es sind immer nur so kleine Berge. Das hat auch so halt so seinen Charme, ne? Das hat so absolut seinen Charme und da freue ich mich recht drauf. Oh, nice, Mann. Doch eine halbe Stunde dabei sehe ich gerade, beziehungsweise ich habe ja zwischendurch mal Pause gemacht, also ein bisschen weniger. Und dann schauen wir hier mal, dass wir uns jetzt hier was hinkleistern. Dafür würde ich hier erstmal nochmal ein bisschen ebnen. Ein bisschen ebnen machen hier. Es gibt auch noch anscheinend keine roten Blumen, ne? Es gibt nur gelbe Blumen. Also ich glaube mal auf dem Weg hierher und sonst drumherum hätten wir hier bestimmt schon irgendwie
rote Blumen gesehen, wenn es rote Blumen gegeben hätte. So, dann ziehen wir hier einmal durch. Zieh durch, Junge, zieh durch. So. Na, alles gut? Hast du Bock? Ich auch. Ah, fuck, jetzt treffe ich es nicht. So, machen wir hier mal ein bisschen zu. Brauchen wir noch ein bisschen was? Weil, nee, wir brauchen eigentlich gar nichts. Wir müssen ja hier noch mal ein bisschen... wir müssen ja den Boden ja auch noch ausheben. So, wie machen wir das? Also, pass mal auf. Wir nehmen jetzt doch... Ich nehme trotzdem schon mal das Holz. Wir gucken mal. Also, das Einzige, was halt ein bisschen blöd ist, ist, dass wir hier halt... wir hundertprozentig keinen geilen Eingang machen können. Außer, dass wir halt sagen, okay, wir kommen immer von der Seite. Das werden wir dann anscheinend auch so machen.